Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands The Pre-Sequel. Wir hatten letztens halt den Fail, dass wir die Story-Mission gemacht hatten und es einfach nicht irgendwie aufgesetzt hatten, warum auch immer. Ich glaube, das ist gerade dumm, was ich getan habe. Da reingehen. Gut, wir skillen mal eben kurz. Ne, wir hatten halt den Fail, dass ich zu dumm war, die Aufnahme irgendwie nicht gestartet habe, pipapo. Deswegen machen wir jetzt die ganzen Nebenquests auch noch. Was aber an sich nicht unbedingt schlecht ist. Ja. Wieso haben wir immer nur so Müll bei den Badass-Rängen? Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, da hatten wir mal was Schönes dabei. Wir haben jetzt halt hier einmal das Schild erhöht, also dass die Schildkapazität höher ist und der Nahkampfschaden höher ist, was nicht schlecht ist natürlich. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann mal zur zweiten Nebenquest, die wir hier gerade angenommen haben. Die ist irgendwo ganz da hinten. Okay, das ist richtig weit weg einfach. Das ist ein bisschen blöd, aber naja. Nicht schlimm, wir schaffen das. Und nicht zu nah wieder da rankommen, das war letztens ein bisschen dumm. Oh, das wird wieder knapp. Ja, ich würde sagen, das war knapp. Aber na gut. Wir haben es hingekriegt. Hinter uns sind ein paar Viecher her. Ich würde eigentlich ganz gerne aber erst... Ja, Badass-Ringe. Ich weiß, was Badass-Ringe sind. Ich habe gerade fast 14 Stück eingelöst. Ja, mein Gott. Feuerrate. So. Zack. Wieder ein paar Viecher getötet. Optimal. Da ist noch einer. Bam, bam. Zack. Easy going, würde ich sagen. Da kommen noch mehr. Gibt's doch nicht. Schlag mich nicht mit deinem... Ja. Zack, zack. Wir sind irgendwo noch da hinten. Merkwurzig, merkwurzig. Hallo, mein Kleiner. Ich will mindestens mehr als zwei haben. Zack, zack. Wie war das mit diesem Deadlift? Wieso willst du, dass er stirbt? Er ist irgendwie ein Blödmann. Sonst nichts? Naja, er hat auch meinen Moonsumi Digi-Strut-Schlüssel geklaut, mich hier sitzen lassen und wurde ausfallend, als ich ihm sagte, dass ich nicht auf Typen stehe. Aber hauptsächlich, weil er ein Blödmann ist. Jetzt sehe ich wieder ein Problem. Das Ding ist wieder voll aufgeladen. Ich habe keine Schuss mehr für die Pistole. Diese Sniper lädt einfach so elends lange nach. Aber da die relativ stark ist an sich, haben wir es hingekriegt. Optimal. Haben wir eben zum Geld da rennen. Ich habe wieder Schuss hierfür, das ist auch gut. Zack, zack. Jäger, hier spricht Colonel Sarpedon. Du musst Elpis verlassen. Bald wird hier alles noch schlimmer. Ich will dich nicht töten, wenn es nicht sein muss. Tja, schade. Denn ich werde dich mit Freuden killen. Bitte, ganz wie du willst. Deadlift, hier spricht Colonel Sarpedon. Du musst die Kammerjäger töten, die auf dein Schiff wollen. Verpiss dich, Sarp. Ich lass mir doch von keiner Tussi was befehlen, die mich eingebuchtet hat. Sie sagten, deine Sprungpads sind dämlich. Ich werde sie vernichten! Dillem, dillem, dillem. Ich habe gerade die falsche Mission ange... Oh mein Gott. Geschichte von Elphys? Hey, irgendwann habe ich aus Langeweile angefangen, Kinderbücher zu schreiben, aber ich habe sie verloren. Kannst du sie für mich aufstöbern? Könntest mir auch sagen, wie du...
Kann ich machen, aber wo ist das zur Hölle? Ja, nee, mach ich nicht, nee. Nee, 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 hier jetzt ganz stimmt nicht. Kann ich ganz einfach nicht in das Menü zugreifen? Lieber nicht. Und hier waren wir bei Folge 2 stehen geblieben. Und gehen jetzt in Folge 4 wieder rein. In Folge 4, ja. Oder war das so? Ich meine, das wäre so gewesen. Irgendwie so war das auf jeden Fall. Nee, ich glaube, in Folge 3 waren wir, genau. In Folge 3 waren wir da und in Folge 4 gehen wir... Das macht sogar Sinn. Aber Mitte Folge 3 waren wir da. So, erstmal hier ein bisschen wieder kaufen. Ja, yeah, Atmosphäre. Ah, sehe ich da Söldner, die sich meinem Schiff nähern? Ich werde in die Luft aufsteigen und euch mit einer Arschbombe zerquetschen. Wenn nicht... Bam, Headshot, bam, Headshot. Der Typ gefällt mir. Bam, Headshot. Bam, Headshot. Bam, Headshot. Sehr schön, so muss das. Genau so muss das. Okay, Headshot. Und nach höher, jawohl. Und Headshot. Hehe. Das kann ich auch. Mach das nochmal. Ja, mach ich doch. Gerne. Gerne mache ich das nochmal. Lappen. Finde jemanden, der den Empfang der Poster quittiert. Schließlich habe ich hier so eine Art respektabler Firma. Muss irgendwie hoch. Okay. Oh shit, das war keine gute Idee. Komm, ja, ich weiß, was Granaten sind. Meine Güte hier, geht gar nicht klar. Ja, ich weiß, dass der Sauerstoff noch 50 ist, aber ich weiß auch, dass hier hinten... Genau, hier ist er. Oh, hier kann man was decken. Nein, komm schon. Nein, komm schon. Ja, egal, ich sterbe jetzt, aber ist mir egal. Was zum Teufel machst du in Deadlifts Territorium, Kammerjäger? Lieferung. Ich brauche deine Unterschrift. Mit dem größten Vergnügen. Es ist... Was machst du hier? Jetzt gib ihm das Paket. Danke. Und jetzt, schwör ab! Er hat das Paket? Cool! Jetzt leg ihn um. Der Typ ist ein Arschloch. Was ist das? Hallo, Arschloch. Gezeichnet. Jetzt musst du nur noch die Poster über das ganze Schiff verteilen. Deadlifts Männer werden zwar pausenlos versuchen, dich umzulegen, aber sollen sie ruhig. Ich brauch Sauerstoff! Ja, ich weiß, dass du Sauerstoff brauchst. Und Sauerstoff vorhanden. Da ist also der Poster hingeflogen. Und... Wo ist das denn? Ach, du heilige Schande. Kommt man da überhaupt hoch? Ja, wenn man sich hier hoch... Aha, komm. Jetzt ist es weiter unten, oder was? Es liegt irgendwo hier unten. Es liegt irgendwie da drin. Ach, kommt. Lustig, ey. Jetzt liegt das nicht ernsthaft da drin, oder? Oh, ich hasse solche Bugs. Ich komme da auch nirgendwo nicht dran oder so. Tja, super. Also heißt es, verlassen, speichern und beenden. Weiter. Und den ganzen Schlüssel nochmal. Hurray. Da kommt auch Freude auf. Aber man kann Munition kaufen. Das ist wichtig.
nimmt das Poster auf, aber... Okay... Sehe ich da Söldner, die sich meinem Schiff nähern? Ich werde in die Luft aufsteigen und euch mit einer Arschbombe zerquetschen! Wie nichts! Der Typ gefällt mir. Und erstmal nachladen. Erstmal nachladen. Sogar Badass. Okay. Bye, Badass. Und jetzt wieder der komplette Hochspringen oder was? Mein Gott, ey. Nimm dies. Okay, ich glaube, hier ist der einfachste Weg, einfach da hochzukommen. Wir haben es gerade ein bisschen umständlich gemacht. Ja, von hier könnte ich sogar... Ja, optimal. Und da haben wir ein Poster. Mehr wollten wir noch gar nicht. Oh, und Level up. Ich benutze dieses Sprungpad als Eingangstür. Das solltest du auch tun. Und optimal. Oh, was ein optimaler Headshot. Ich kann beim Skillen, das ist wichtig, dass man das immer mit dem Spiel vermacht. Da. Schild. Und, ah, genau, da ist das Jump Pad. Das Jump Pad, ich komme. Ruck. Ich hab das Sprungpad deaktiviert. Verzeih mir, Sprungpad. War nicht so gemeint. Mist. Oh. Geh hoch zu der geothermischen Schaltanlage. Sieh nach, wo es hakt. Gehen wir hoch zur geothermischen Schaltanlage, was auch immer eine geothermische Schaltanlage ist. Noch cooler wird's aussehen, wenn ich meinen Fuß auf einem toten Banditen hätte. Oder einem toten Kätzchen. Ein Poster hängt. Weiter so. Meine Kunden bekommen, wofür sie bezahlen. Selbst wenn du ihnen dabei das Brustbein mit Kugeln durchsieben musst. Den Spruch davor fand ich aber auch wieder. Arrogante Hyperion, pack auf! Komm. Jawohl. Ein Poster! Nicht sterben jetzt! Sind ja jetzt nicht viele oder so. Hä? Wo soll ich das denn anbringen? Da oben? Dann bringe ich auch Rückweg an. Erstmal paar Gegner töten. Das war's schon. Ist ja langweilig. Und hier für diese Mission? Die ist nämlich hier der Haken da. Das war die Story-Mission. Oh, die Sicherung ist hin. Aber ich habe eine Idee. Du bist die Sicherung. Hä? Wenn du den Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schließt, müsste das Sprungpad reaktiviert werden. Stell dich zwischen die britzelnden Dinger. Klingt schmerzhaft. Ja, es tut höllisch weh. Nicht krepieren jetzt daran, bitte. Oh, war das knapp, ey. Hat das jetzt nichts gebracht?
Kill den Typ, dann kannst du nach Concordia. Nein, ich gehe jetzt ernsthaft da dran drauf. Shit. Oh, Hoffnung, ey. Hoffnung, dass ich ihn von der Entfernung... Ich hab ihn vor allen Dingen, hab ich von der Entfernung, hab ich ihn getroffen. Ach komm. Ich muss da doch wieder hochlaufen. Ich wollte eigentlich nicht nochmal hochlaufen. Jetzt muss ich ja nochmal da hochlaufen, wegen den Plakaten. Aber das Gute daran ist, dass ich jetzt nochmal Munition nachladen kann. Aber ganz ehrlich, ich bin in den kompletten Part, gerade auch, ich bin nicht gestorben letztes Mal, als ich das gemacht habe. Ich habe das nämlich gerade auch schon mal gemacht in der Folge, die ich da nicht wirklich produktiv auf die Reihe gekriegt habe. Bin ich nicht gestorben. Jetzt auf einmal, wenn ich das perfekt machen will, ich sterbe. Klar, macht auch Sinn. Oh nice, oh nice. Der ist ja viel besser als meiner. Auswechseln. Das liebe ich einfach. Wenn man hinter diese Bum-Bum-Bum-Bum-Snipers hat, wo du mit Headshot einfach nur One-Shottest, muss einfach nur... Zack, alle Gegner weg. Richtig, richtig geil. Ich brauche alles aufsammeln hier. Bis da irgendwie hoch. Aber ganz einfach. Furchteinflößend genug? Könnte ruhig noch mehr sein. Nur noch zwei und das war's. Ich bin dir sehr dankbar. Wenn ich das nicht so zeigen kann, liegt es daran, dass ich monatelang allein... Nicht furchteinflößend genug. Muss an meinen Klamotten liegen. Oh nein. Nicht dunkel genug. Häng jetzt noch das letzte Poster auf und der Job ist erledigt. Jetzt hab ich gar nicht mehr gehört, was sie sagen wollte. Mann. Ich war zu schnell. Ich will dem Ding das Genick brechen. Die letzten Bilder waren überbelichtet, deshalb habe ich stattdessen ein Katzenbild genommen. Katzen mag jeder. Wie auch immer. Komm zurück. Ich wollte gerade sagen, das bin doch nicht ich. Ich bin doch keine Katze. So sieht das Bild aus, ne? Ja, da. Da sieht man's. Ja, geil. Oh, ich brauche unbedingt Luft und sichtliche Pieren. Und Luft. So ein klein bisschen... Ich finde das nicht so schön eigentlich mit dem Luft. Weiß nicht, irgendwie... Nö. Vielleicht später mal, vielleicht verstehe ich es hinterher irgendwann, warum die das Feature eingebaut haben, aber jetzt... Nö. Du durftest Sprungpads benutzen? Ich durfte nie ein Sprungpad benutzen! Ich habe auch viele Unschuldige sterben sehen. Aber trotzdem, Sprungpads... Sprungbrett, das ist wichtig. Sprungbrett, du darfst Sprungbrett benutzen, ja? Das ist viel, viel wichtiger einfach. Okay, da kommt gleich der Boss. Dann sage ich hier erstmal danke fürs Zuschauen. Man sieht sich in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bye, bye.